trotz allem, was uns umgibt. Es ist nur die Geburtswehe, der neuen Menschlichkeit in dir und in mir. Und die neuen Menschen sind nicht wie die Alten. Die Alten waren die Schlechtesten, die sich für die Besten ausgegeben haben. Mit wenigen Ausnahmen. Desaster. Und was uns erwartet, sind die wirklich Besten. Was uns erwartet ist, dass jeder da ist, wo er sein sollte. Einer, der nichts zu sagen hat, hat nichts zu sagen. Einer, der was zu sagen hat, hat was zu sagen. Einer, der gehört werden sollte, der wird gehört. Und einer, der verstummen soll, der wird verstummen. Einer, der sich setzen soll, wird sich setzen. Und einer, der stehen und sichtbar sein soll, wird stehen und sichtbar sein. Für einen jeden. Das ist die Wahrheit, die uns alle bald schon erwartet. Zeit ist absolut unwichtig. Denn wir sind frei von der Zeit. Nicht gefangen in der Zeitfalle. Oder folgen nicht dem Zeitgeist. Sondern sind befreite Persönlichkeiten im Geist und in der Wahrheit. Und deshalb wissen wir, was kommt. Sind bereit. Und alles andere überlassen wir Gott. Leben das Leben. Jeden Tag wie ein ganzes Leben. Ein Tag sind bei Gott 1000 Jahre. Kann viel passieren. Auch an deinem Tag kann sehr viel passieren. Wenn du Gott mit sprechen lässt, wird die Zeit göttlich und nicht teuflisch. Und das Leben kann dann beginnen. Auch für dich. Herzlich willkommen am 8. April. Ein phänomenaler Tag. Auch für dich. Für mich. Aber phänomenal ist nicht der Tag, sondern phänomenal ist, dass du noch am Leben bist. Das heißt nur, dass du entweder mit Gott bist oder die Gnade hast, Gott zu begegnen. Verpass diese Gnade. Zeit nicht, denn auch jede Zeit hat ein Ende. Vor allem die Gnadenzeit. Denn dann beginnt das wahre Leben für die Auserwählten, von denen, die berufen sind, die gefolgt sind und ganze Sache getan haben. Bruder und Schwester.